In diesem Video beschäftigen wir uns mit Geraden, die eine negative Steigung haben und wie man von diesen Geraden die Steigung ermitteln kann. Bisher haben wir nur mit Geraden gearbeitet, die eine positive Steigung haben. Also solchen Geraden. Nun wollen wir uns eine Gerade ansehen, die eine negative Steigung hat. Rechts seht ihr ein Koordinatensystem, in das die zwei Punkte A und B und eine Gerade eingezeichnet sind. Zunächst wollen wir mal die Koordinaten beider Punkte ermitteln. A hat die Koordinaten 2, 3, B hat die Koordinaten 7, 1. Als erstes sollen wir jetzt die Steigung durch den Differenzenquotient ermitteln. Drücke auf Pause und versuche es selbst. Im vorhergehenden Video haben wir den Differenzenquotient besprochen. Und wir wissen ja, wir können die Steigung mit dem Differenzenquotient ermitteln. Also k gleich Delta Y zu Delta X, da ja Delta Y zu Delta X der Differenzenquotient ist. Zeichnen wir mal Delta Y und Delta X nochmal in unser Koordinatensystem ein. Das heißt, wir haben hier Delta X und hier Delta Y. Wir wissen auch schon, wie wir Delta Y und Delta X ermitteln können, nämlich indem wir YB minus YA dividiert durch XB minus XA rechnen. Also wir subtrahieren von den Werten des rechten Punktes die Werte des linken Punktes. Und das ist bei uns hier 1 minus 3 dividiert durch 7 minus 2. Und da kommt dann minus 2 dividiert durch 5 heraus und das ist schließlich minus 0,4. Was bedeutet das jetzt, wenn wir eine Steigung haben, die negativ ist? Sonst gehen wir immer einen Schritt nach rechts und dann einen gewissen Wert nach oben. Und hier bei einer Gerade mit negativer Steigung gehen wir einen Schritt nach rechts und statt nach oben diesmal nach unten. Das heißt, stellt euch vor, ihr steht auf dem Punkt A und geht einen Schritt nach rechts, also in x-Richtung. Und dann geht ihr 0,4 Schritte nach unten, also in y-Richtung. Dann landet ihr wieder auf der Geraden. Das bedeutet, dass wir eine negative Steigung haben. Statt nach oben gehen wir dieses Mal nach unten, nachdem wir bei beiden Malen nach rechts gegangen sind. Kommen wir nun zu zweitens. Hier sollen wir den Neigungswinkel Alpha einzeichnen und ihn anschließend berechnen. Zeichnen wir ihn erst einmal ein. Okay, wir haben hier ja auch ein rechtwinkliges Dreieck. In einem rechtwinkligen Dreieck gilt der Zusammenhang: Tangens von einem Winkel ist immer gleich seine Gegenkathete dividiert durch seine Ankathete. Notieren wir das einmal. Bei uns ist das jetzt Tangens von Alpha gleich Gegenkathete durch Ankathete. Die Gegenkathete von Alpha ist jetzt zwei Einheiten lang bei uns. Und die Ankathete von Alpha ist fünf Einheiten lang. Wichtig, Delta Y ist ja minus 2, aber die Gegenkathete ist 2. Da wir hier nicht das Delta Y verwenden, sondern die Länge, somit erhalten wir 2 dividiert durch 5. Und um Alpha zu ermitteln, benötigen wir den Arkustangens, somit erhalten wir dann ein Alpha von rund 21,8 Grad. In diesem Video haben wir also gelernt, wie wir die Steigung mit den Differenzenquotienten auch bei Geraden, die eine negative Steigung aufweisen, ermitteln können und wie wir den Neigungswinkel Alpha berechnen können. Ich hoffe, ihr habt viel gelernt. Bis zum nächsten Mal.